Ohne Mist, ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich Dumbledore sehe, hat er was anderes an. Hat er irgendwie 300.000 Outfits oder was geht bei ihm? Ich bin Hannah, das hier ist Simply Hannah und die nächste Folge für mein Let's Play geht direkt damit los, dass sich offenbar Poppy und Annika gegen uns verschworen haben und jetzt gemeinsam uns mit ihren Geigen terrorisieren. Super Start auf jeden Fall. Heute ist Montag, das nächste Semester hat angefangen. Lane war schon bei ihrem ersten Kurs und Aurora hat noch ein bisschen Zeit, deswegen arbeitet sie an ihrer Präsentation. Und ich wollte endlich mal mich mit Lane jetzt nochmal für ein Stipendium bewerben, weil beim ersten Mal hat es ja nicht geklappt, aber wenn es dieses Mal auch nicht klappt, dann weiß ich auch nicht weiter, dann kriegt sie auch kein anderes Stipendium. Also für was wollte ich mich bewerben? Helfende Hand? Ach so, Sims, die wenig Geld haben, Streuner. Sims mit gutem Bowling. Okay, sorry, man kriegt teilweise, wenn man Charisma und Logik ausgearbeitet hat, kein Stipendium, aber fürs Bowling? Was, in welchem Beruf braucht man Bowling? Charisma und Logik, ja. Dafür kriegt man kein Stipendium, aber Bowling, egal. Zukünftiger Star, dafür wollten wir uns bewerben. Wollen wir einfach mal das Ganze mit der Musik noch schlimmer machen und zusätzlich noch Klavier spielen, damit drei Instrumente unabhängig voneinander gleichzeitig spielen? Das klingt nach einem Plan. Ja, meine Ohren, die freuen sich. So, die beiden sind jetzt für heute fertig mit ihren Vorlesungen. Ich wollte auch was mit denen essen gehen, weil aus irgendeinem Grund niemand, kein Caterer mehr kommt in ihrem Studentenheim. Und natürlich ist Dumbledore wieder dabei, hat sich wie immer eingeladen. Nur ein Getränk, ernsthaft. Gibt es hier bitte noch was Richtiges zum Essen, wo, was man bestellen kann? Oder kann man hier ernsthaft nur Getränke bestellen? Hier ist doch eine Bar. Essen bestellen, sehr gut, sehr gut. Und ich habe auch gesehen, dass bei Lane es dieses Semester sicher nicht so einfach wird, weil sie Comedy- und Fitnessfähigkeiten braucht. Charisma hat sie eigentlich, das ist sie Level 6, aber Comedy 3, das geht vielleicht auch noch, und Fitness Level 1. Daran muss sie also auf jeden Fall arbeiten. Aber ja, ich hatte ja das mir vorgenommen, dass die bei dem Semester eh nicht mehr so viel Arbeit reinstecken wie in das davor, weil ich meine, sie haben eine 1 plus beide bekommen. Also, das ist so unrealistisch, da können sie auch weniger für machen. Bitte bestell dir auch eine Pretzel. Ich finde das so lustig, wenn Amerikaner oder generell englisch sprechende Menschen so deutsche Begriffe auf Englisch sagen, so Bratwurst oder halt Pretzel. Keine Ahnung, ich war ja das. Gesundheit. So, offenbar hat jemand bei uns einen Streich gespielt tatsächlich. Das ist ja cool, dass die NPCs das auch machen und nicht nur die Sims, die man spielt. Ja, genau, weil ich will ja noch weiter daran arbeiten, dass Aurora hier noch weiter die Leiter nach oben steigt, weil ich mich ohnehin frage, was dann passiert. Also interessiert mich zumindest. Und Streiche an der Statue der Rivalen spielen, ja, machen wir wann anders. Ich habe jetzt keinen Bock, da noch hinzureisen. Wo sind wir? Da müssen wir hin, alles klar. Also es ist jetzt der nächste Tag und Lane ist fertig mit ihren Kursen, deswegen dachte ich, sollte sie jetzt mal ihre Fitnessfähigkeit erhöhen? Und ich habe Diego mit eingeladen, weil ich mir dachte, er könnte ihr dabei helfen. Und Dumbledore ist natürlich wieder mit dabei. Er lädt sich also wirklich, man lädt ihn nie ein, aber er ist trotzdem immer da. Das ist unfassbar. Dann trainiert einfach mal zusammen, bitte. Los geht's, Lane. Ich weiß auch gar nicht, wie hoch Fähigkeiten sein müssen, damit es als gute Leistung gilt, aber ich lasse sie einfach bis zur 2 machen, dann ist gut. Ja, ich weiß, dass sie zum Spiel, zum Kurs kommt. Es ist die Aufgabe des Spiels, dass sie da hinten geht, weil ich sie nicht steuern kann. Och Mann, so was Dummes. Kann sie wenigstens irgendwelche Fähigkeiten aufbauen, die ihr es nützen? Nope. Nope. So was Sinnloses. So, Lane hat jetzt die Hälfte von Level 2 noch hinbekommen. Ich würde sagen, das reicht für heute. Ja, Dumbledore, mach ihn fertig. Oh, fühlst du dich von mir beobachtet? Das tut mir aber leid.
So, ich dachte mir jetzt einfach mal, fuck it. Lane nimmt jetzt einfach ihren ganzen Mut zusammen und bittet Thiago um eine Verabredung. Wenn er jetzt Nein sagt, dann ist Lane sicher am Boden zerstört. Er hat Ja gesagt. Wow, wohin sollen wir denn gehen, ist die Frage. Jetzt bin ich überfordert. Irgendwie habe ich das gerade nicht erwartet. Wir können ja in irgendeinen Park gehen. Ist ja gutes Wetter. So, wir sind jetzt im Park. Hier kann man scheinbar auch heiraten. Wusste ich gar nicht. Ich glaube, ich war erst einmal in diesem Park mit irgendwelchen Sims. Dann lass uns mal hier hinsetzen, bitte. Vielleicht, wenn sie jetzt auf einer Verabredung sind, funktioniert das besser mit den beiden. Ich weiß es nicht, aber vielleicht. Okay, dann lass mal quatschen. Okay, sie sollen verspielt sein. Also labern wir mal einen Witz nach dem anderen. Ah, das ist eigentlich wie für uns gemacht, weil sie muss ja auch ihre Comedy-Fähigkeit erhöhen für den einen Studiengang. Ist ja echt perfekt. Jetzt scheint es aber endlich zu laufen. Das ist doch schon mal was. Ich bin begeistert. Es wird eine tolle Verabredung. Er ist kokett. Das ist einfach, sind beste Voraussetzungen. Soll sie ihm gleich gestehen, dass sie auf ihn steht oder lieber noch nicht? Ach, ich weiß nicht. Was will der denn? Hi, vielleicht ist gerade ungünstig, aber ich bin gerade nach Hause gekommen und habe M mich ausgesperrt. Ha, ich bin so doof, also könntest du nach Hause kommen? Keine Eile, aber sofort wäre gut. Oh mein Gott, ich dachte gerade, wenn ich auf OK klicke, reisen wir nach Hause. Und da man nichts anderes als OK klicken konnte, ich war gerade schon echt ein bisschen geschockt. Aber gut, hier sieht es doch super aus soweit bei denen. Ich denke nicht, dass Lane ihn schon küssen würde, bevor sie mit ihm gesprochen hatte. Das traut sie sich sicher nicht. Aber sie könnte ja mal mit ihm knuddeln oder so. Okay. Und dann gestehen wir ihm, dass sie in ihn verknallt ist. Perfekt. Los, 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 küsst euch. Immer diese Musik, ey. Okay. Können wir ihn auch gleich fragen, ob er unser Freund sein will? Noch nicht. Dann laber mal noch mit ihm, sagte ich und drückte auf Küssen. Wow, ergibt Sinn. Dieses ganze verführerische Flüstern und sowas, das würde Lane doch nicht machen. Können wir nicht auf anderem Wegen? Ah, sehr gut. Los, 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 los. Perfekt. Und Lane hat jetzt offiziell eine Beziehung. Wer hätte es gedacht, dass das mit den beiden klappt? Gut, dann gehen wir jetzt bitte wieder nach Hause. Denn Lane hat noch viel für die Uni zu tun, aber ich würde sagen, die Mission war erfolgreich. So, es ist der nächste Morgen und heute ist Fastenzeit. Ja, und deswegen lasse ich die gleich mal ein paar Aktivitäten machen, die dem Anlass entsprechend wären. Wenn es doch hier nur irgendwas zum Wegräumen gäbe, normalerweise steht hier doch immer irgendwie Geschirr rum. Naja, ist hier irgendwas dreckig? Ernsthaft? Nichts? Da will ich einmal die Sims putzen lassen und dann ist nichts da. Egal, 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 egal. Bei ihr wird es ein bisschen schwierig mit dem Fasten, weil sie jetzt schon Ultrahunger hat. Ich hoffe, sie stirbt auf dem Weg dahin nicht, aber mal sehen. Dumbledore, wir können doch mal mit Dumbledore. Oh, wir kennen Dumbledore gar nicht? Ich meine, Lane kennt ihn gar nicht. What the fuck? Das ist nicht gut. Wir sollten uns ihm. Nein? Wir sollten uns ihm fröhlich vorstellen. Ich glaube nämlich, wenn man genug Charisma hat, erhöht das gleich die Beziehung. Zumindest für ein gutes Stück. Und? Ja, für ein bisschen immerhin. Okay, dann sind wir jetzt dankbar für alles, keine Ahnung, für Essen, auf das wir heute verzichten. Ach
ihre Präsentation gestern noch beendet. Das heißt, wir können die jetzt halten gehen. Oder auch nicht. Ja, okay, in 20 Sekunden. So, bislang zum nächsten Kosmos, würde ich sagen, kann sie mal joggen gehen. Wie wär's, wenn du mal tanzen würdest oder so? Das wär's doch. Du musst doch noch, das erhöht Spaß, deinen Spaß und deine Tanzfähigkeit. Ernsthaft? Ernsthaft? Oh, dann reparier's halt vorher. Was ist das denn? Ich sehe gerade, Lane hat Post. Ich weiß gar nicht, wann sie... Oh nein, es tut uns leid. Helfen dann. Glückwunsch, Lane hat das zukünftige... Okay, sie hat endlich das zukünftige Star-Stipendium erhalten. Boah, das war gerade schwierig zu sagen. Das ist aber ziemlich praktisch, weil... ja, dann muss sie wenigstens für die nächsten Semester weniger zahlen. Ohne Mist, ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich Dumbledore sehe, hat er was anderes an. Hat er irgendwie 300.000 Outfits oder was geht bei ihm? Ich muss sagen, ich bin auch noch nicht ganz so sicher, was ich mit Aurora anfangen will und zum Beispiel jetzt Poppy oder so. Also, ich glaube nicht, dass die beiden ein Paar werden. Ich glaube nämlich, Aurora will einfach ihre Uni-Zeit genießen, aber irgendwie... Ich weiß nicht. Ich weiß halt noch nicht, ob Aurora letztendlich dann mit einem Girl oder einem Dude zusammenkommen soll. Da sehe ich sie irgendwie noch nicht so richtig. Aber egal. Es reicht ja, wenn eine von den beiden eine Beziehung hat. Und die andere ihr freies Leben genießt. Was auch immer. So. Es ist echt, wenn das Spaß und soziale Bedürfnis bei Sims unten ist, einfach kurz ein Techtelmechtel mit einem Sim machen lassen und schon... ist das Problem geklärt. Das ist echt praktisch. Und wenn dann noch die Hygiene unten ist, also easy peasy. So, es ist der nächste Tag und heute ist Erntefest, was uns ziemlich zugute kommt, weil dadurch müssen sie heute nicht unbedingt zu ihren Vorlesungen gehen, soweit ich weiß. Also ich glaube, man kann, aber man muss nicht, dadurch, dass Feiertag ist. Das heißt, sie können heute den Tag nutzen, damit die beiden ihre Arbeiten schreiben. Und dann noch was abgehakt haben auf ihrer Liste, was sie noch zu tun haben. Das ist ziemlich praktisch. Und ich möchte, dass Lane sich mit Lee anfreundet. Ich weiß auch nicht warum, aber ich finde, die beiden sehen so aus, als würden sie Freunde sein. Wow! Ach ja, ich hätte schon mit Aurora angefangen zu schreiben. Perfekt, sie hat den Entwurf fertig, dann muss sie das nur noch verfeinern. Einreichen, bearbeiten, das wollte ich. Was? Ich dachte, sie muss heute nicht zum Kurs gehen. Anscheinend habe ich mich da geirrt. Super. Super, dann hat sich der Plan für heute erledigt, wenn sie doch zum Kurs gehen. Naja, was auch immer. So, Aurora hat jetzt ihre Abschlussarbeit fertig. Sehr gut. Dann reichen wir die doch mal ein. So, Lane hat ihre Abschlussarbeit auch fertig. Perfekt. Dann reich sie bitte ein. So, also es ist zwar noch ein bisschen Zeit, bis das Erntefest bzw. der Donnerstag vorbei ist, aber ich würde sagen, an der Stelle beende ich jetzt mal das Video, weil ich glaube, ich habe lange genug aufgenommen, immerhin 4 Sims-Tage. Also wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ciao!